In einem anderen Kapitel greifst du das Thema Stefan Haase auf, der Schiedsrichter. Kannst du zu dem noch mal ein paar Worte verlieren? Da gibt es auch ein paar Fälle, die wir noch mal benennen sollten. Der Stefan Haase, Schiedsrichter in Lüdenscheid, NPD-Funktionär, wegen Volksverhetzung verurteilt, pfeift in der Kreisliga, auch sehr freundlich, eloquent. Auch der war sofort für ein Interview bereit. Und ich habe versucht, an dem mal zu zeigen, wie Rechtsextreme im Ehrenamt populär werden können. Ja. Es gab einen anderen Fall, Lutz Batke in Sachsen-Anhalt, der auch aufgrund der Medien so populär geworden ist. Denn Medien verkürzen solche Fälle meistens auf die Schlagzeile Nazis im Fußball, kultivieren ihre Empörung, skandalisieren das, aber beschreiben nicht, wofür diese Leute politisch stehen. Wenn man das nur reduziert, dann stärkt das natürlich diesen Verfolgermythos, diesen Opferstatus. Das kommt bei Lutz Batke, kam das gut zum Tragen. Der hat fast 25% bekommen in seinem Wahlkreis in Sachsen-Anhalt. Nachdem vorher über ihn viel berichtet wurde. Ja, die NPD hat das ja sogar nach diesen Schlagzeilen vermarktet. Unser Trainer heißt Batke. Mhm. Und wenn jemand im Dorf angegriffen wird von den bösen Medien, kann es bei einem kleinen Teil zu Solidarisierung führen. Und bei Stefan Haase muss man, so habe ich es dann versucht zu machen, was will der politisch? Der will eine Gesellschaft ohne Migranten. Der will, verehrt immer noch so Teile, oder hat er mir durchklingen lassen, so die stark an den NS angelehnt waren. Das muss man erstmal beschreiben. Natürlich gab es in Lüdenscheid, als es öffentlich wurde, auch diese Empörungskultur. Und das nutzt dann wiederum die NPD, also sie nutzt den Protest der Demokratie gegen die Demokratie, indem sie das alles sagt, ich der freundliche Schiedsrichter, bin jeden Sonntag auf dem Platz und seht her, diese bösen Systemmedien wollen mich vernichten. Und auch in Lüdenscheid hat man nicht ausreichend über seine politischen Ziele informiert. Denn natürlich kann man den nicht rausschmeißen, der ist in der erlaubten Partei. Man muss aber immer wieder betonen, wofür der steht, was der will. Eine Gesellschaft ohne Migranten und pfeift in der Kreisliga, wo er jede Woche Migrantenvereine gegeneinander pfeift. Also, wie kann das funktionieren? Wenn ich das richtig verstanden habe, der Kern der Medienberichterstattung lag dann mehr darauf, Empörung und warum macht der DFB nichts? Oder in welche Richtung ging das? Genau, natürlich haben lokale Zeitungen nicht so viel Platz, ja. Und leider ist es so, dass halt auch viele Journalisten über alles berichten müssen, weil es kommt meistens immer auf die regionalen Medien an, ja. Und die können halt nicht mal einen Redakteur dort abstellen. Und von dem Stefan Haase habe ich auch gehört, ihn haben nur zwei Journalisten angerufen. Jemand vom Reviersport, von der lokalen Sportpublikation und ich. Man muss sich schon mal seine Thesen anhören. Nur dann kann man eben auch beschreiben, was der vorhat. Und nur über seine Argumente kann man auch so eine Art Gegenbewegung zumindest informativ aufbereiten. Aber wenn man über 50 Zeilen einfach nur schreibt, da ist ein Nazi im Fußball und der ist gefährlich, dann wirkt das natürlich sehr geheimnisvoll, aber es hilft uns letztendlich in der politischen Weiterbildung nicht wirklich weiter. Und der kann im Wahlkampf, und in NRW waren jetzt wieder Wahlen, der kann das da natürlich wunderbar nutzen. Ich hier, der Ehrenamtliche, seht her, die wollen mich hier. Das wird keine Massen auslösen, aber es wird bei einem Teil dazu führen, dass er akzeptiert wird. Und wenn man sich eben nicht von ihm distanziert, was sein eigener Verein nicht gemacht hat, was viele andere Vereine nicht gemacht haben, wird die NPD dadurch ein Stück normaler. Der unterwandert da keine Fußballliga, aber die NPD wird dadurch ein Stück normaler und kommt so ein bisschen auf Augenhöhe mit den demokratischen Parteien. Ja. Ich würde gerne noch mal ein anderes Thema aufgreifen, was wir heute am Anfang schon auf der Karteikarte gesehen haben, Thema Selbstvermarktung. Jetzt muss ich doch noch mit dir drüber sprechen, weil aus meiner Perspektive, ich habe mich in der letzten Folge ja mit Daniel über Selbstvermarktung unterhalten, bist du ja noch sehr oldschool unterwegs, um es auch gleich mal so zu benennen. Das heißt, du nutzt jetzt nicht Social Media irgendwie, um dich zu verlinken oder was weiß ich, die ganzen Mechanismen. Was bedeutet denn für dich Selbstvermarktung? Selbstvermarktung, also vielleicht ist Vermarktung das falsche Wort. Also mit dem Buch, das ist ja so quasi der Anlass. Und mir war das wichtig, dass ich diesen Buch als Anlass nutze, um wirklich das politische Bildung durch Fußball, weil ich habe in vielen Vorträgen, in Fanprojekten, in Jugendeinrichtungen, in Berufsschulen, da sehe ich, dass Jugendliche wegen des Themas Fußballs kommen und die kann man ja dann über Rechtsextremismus aufklären. Der Verlag, mein Verlag ist toll, aber natürlich nicht so groß, dass er mir dann so eine Lesereise organisieren kann. Deswegen ist das eine Menge Arbeit da, das zu organisieren, wo es auch geografisch Sinn macht, so eine Vortragsreise. Und da bin ich dann plötzlich Kurator
und Organisator und das macht total Spaß. Das ist auch so eine Erweiterung des klassischen Journalismus, aber ich fühle mich auch selbst sicher, wenn ich ein Thema habe, in dem ich mich auskenne, als über alles so ein bisschen. Ich könnte schon ein bisschen professionalisieren, glaube ich, über Facebook und was ist da? Ich bin bei Facebook, ja, also das höre ich mich selbst schon wieder an, wie diese, nein, ich bin bei Facebook. Aber da bin ich vielleicht dann, nee. Ja, da würdest du dann sagen, du bist nicht nur Journalist, du bist auch Dozent? Ja, wenn man das Dozent nennen möchte, das ist... Du hast ja einen Lehrauftrag, du beschreibst doch gerade, du hast bei dir einen Lehrauftrag im Kopf. Ich habe mir ja selbst einen Lehrauftrag erteilt, aber vielleicht gehört das schon auch, es gibt viele Journalisten, die Bücher schreiben, sind auch unterwegs und machen dann, ja, wenn du willst, bin ich auch ein Dozent, aber gibt es vielleicht noch ein besseres Wort, müsste man überlegen. Ja. Lass uns mal noch ein bisschen langfristiger spinnen. Hast du denn da einen Plan im Kopf, wo es jetzt irgendwie in 2-3 Jahren hingehen soll? Jetzt hast du deine 3 Bücher, sind ja mittlerweile veröffentlicht. Wie es weitergeht, kommt jetzt das nächste Buch oder... Ja. Ich habe gerade ein langes Feature gemacht über Sinti und Roma für den Deutschlandfunk, 50 Minuten, das war auch ein Jahr Arbeit und habe da so viel Material, dass ich da auch wieder ein Buch schreiben könnte. Das sind so, die Menschenfeindlichkeit ist so ein Thema, was ich journalistisch weiter begleiten möchte, meinetwegen auch ohne Sport, der Sport ist ja da ein Feld und das werde ich weitermachen und das ist interessant. Ja. Wir Journalisten denken ja, wir bespiegeln uns immer selbst, was auch gut ist und macht auch Spaß und wir sind ja auch eitel. Aber wir denken ganz selten an die Wirkung unserer Arbeit. Wen wollen wir erreichen? Was wollen wir erreichen? Und da habe ich zumindest das Gefühl, mit dieser Arbeit, zumindest ein bisschen, ja, wenn da 10 Leute, ich war vor kurzem in Schwarzenberg im Erzgebirge, wo auch Neonazis bei dem Vortrag waren, aber auch Jugendliche und Lehrer, besorgte Lehrer. Und wenn ich sehe, dass da zumindest ein bisschen so ein Nachdenkprozess eintritt und die sich vernetzt haben und sehen, die sind nicht alleine im Kampf gegen Recht, dann ist es doch... Ja, man macht sich mit etwas Gutem gemein. Dieser Satz von Hans-Joachim Friedrichs, den ich nicht unterschreiben würde, weil man möchte irgendwas Positives bewirken, also macht man sich mit etwas Gutem gemein. Ist ja vielleicht ein bisschen auch legitim. Mhm. Vielen Dank, Ronny Blaschke. Danke auch.